Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, was ihr investieren könnt für am Donnerstag für die Top-Partien, dass ihr guten Gewinn machen werdet. Wenn es euch natürlich gefällt, Freunde, sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt, Coins Multimillionär werden wollt, lasst ein Abo da. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ab geht's. So, Freunde, nochmal hier kurze Werbung in Eigensache. Für mein Trading-Discord, viele fragen sich ja immer, wie kommt man da rein? Entweder könnt ihr natürlich joinen mit YouTube-Mitgliedschaft oder wenn ihr Amazon Prime auf Twitch habt, einfach reinsappen und dann kommt ihr auf den Discord, schreibt ihr mir über Insta und dann kommt ihr rein. Was habt ihr für Vorteile? Da gehen wir mal kurz drauf ein natürlich. Zeige ich euch einen Ausschnitt aus dem Discord, was ihr dafür zum Beispiel für Tipps bekommt, was euch natürlich sehr, sehr hilfreich ist. So, Freunde, was seht ihr hier? Ich habe hier reingeschrieben, Donnarumma seht ihr ja hier. Seht man relativ klein, aber sieht man. Geht mit morgen out of packs, bester Serie A-Torwart. Mittwoch kommt der Romagnoli in Form, könnt problemlos bis 75.000 einkaufen. Ja, ihr seht da auch noch die anderen Leute hier im Discord. Es sind natürlich schon sehr, sehr viele Aktive am Start, muss man sagen. Was muss man noch sagen? Ja, der Donnarumma liegt jetzt schon bei um die 90.000. Also wer den eingekauft hat, da auf mich gehört hat im Discord-Server, hat da auf jeden Fall sehr, sehr viele Gewinne eingefahren. Wie gesagt, diese Tipps bekommt ihr hier immer ein bisschen früher. Ist nur ein Vorteil für euch, Freunde. Deswegen wollte ich das hier nochmal am Anfang erwähnen. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem eigentlichen Video. So, Freunde, da fangen wir natürlich direkt mit der ersten Partie an. Heute wieder 5 Partien für euch vorbereitet. Wie gesagt, ich werde ja meistens immer nur noch 4-5 Partien vorbereiten, weil es lohnt sich nicht, 10 Partien zu bereiten. Ich mache jetzt nur noch die Top-Mannschaften, die sich wahrscheinlich lohnen. Die anderen lohnen sich eh nicht, muss man sagen. Deswegen habe ich hier nur die Top-Duelle reingepackt. Und wir fangen hier auf jeden Fall schon mal an mit Manchester United gegen Manchester City. Was ich ein sehr, sehr gutes Duell finde. Wir schauen mal, was diese Karten kosten. Okay, und sehen, es gibt hier nur den Bronzespieler bei City. Für bis zu 700 gibt es hier auch noch Goldspieler. Gibt auch noch Goldspieler. Ich würde hier empfehlen, Donnerstagmittag zu erbieten. Hier solltet ihr vielleicht auch ein paar seltene für 6,50 zu bekommen, denke ich mal. Schauen wir einfach mal, was man hier für 6,50 bekommt. Okay, sehr unwahrscheinlich, dass ihr ihn hier für 6,50 erbieten könnt am Donnerstag. Könnt ihr natürlich versuchen, wenn ihr den bekommt. Ist das eine sehr, sehr gute Karte, muss man wirklich sagen. Sonst gibt es aber bei City nicht so viel. Ich denke, bei United sieht das besser aus. Die natürlich sagen, gib einen von City und einen von ManU ab, gehen die von City prozentual höher. Weil ihr seht hier, es gibt ein Romero, es gibt hier einen Greenwood, den man investieren kann für 6,50. Ich würde hier die Non-Vers mal weglassen, außer ihr kriegt die für 4,500. So ein Romero finde ich schon sehr, sehr interessant. So ein McTominay könnt ihr mitnehmen für 6,50. Also dann macht ihr nichts verkehrt, wenn ihr die für 6,50 holt. Ein James, da seht ihr, es gibt hier schon sehr, sehr viele, die man hier holen kann. Ein Henderson, englischer Keeper, kann man auch nichts verkehrt machen. Ist auch eine gute Karte für 650 Coins. Nehmt euch den mit hier. Den Igalo würde ich für 500 holen, mehr würde ich für ihn nicht bezahlen. Schau mal kurz, was die billigsten United-Spieler kosten. Okay, die sind sogar teurer als die Spieler von City. Okay, die werdet ihr für 6,50 am Donnerstag bekommen, wenn die jetzt schon bei 750 sind. Also könnt ihr für 6,50 United gegen City problemlos einkaufen, Freunde. Das ist so gesehen das erste Duell. Nummer 2, Freunde, ist Paris gegen Lyon. Auch hier schauen wir natürlich wieder, was sind aktuell die billigsten Karten. Nicht Marseille, sondern natürlich Lyon. Schauen wir mal, was die kosten. Und wir sehen, ist noch relativ günstig. Dieser De Chilio finde ich sehr interessant, wenn ihr ihn relativ günstig bekommt. Also wenn ihr diesen De Chilio für 500 bekommt, finde ich den wirklich sehr interessant, weil das ist ein Außenverteidiger, sehr, sehr gut. Natürlich Italiener, 78er Rating. Das ist auf jeden Fall eine gute Karte. Für die muss man ungefähr 6,50 aktuell zahlen. Kriegt man seltener für 6,50, 700. Werdet ihr die seltenen mitnehmen. Sowas könnt ihr auch mitnehmen, Innenverteidiger Pro. Kann man immer mitnehmen. Ich denke mal, der sollte mehr wert sein wie 400, wahrscheinlich 1.000 ungefähr. So Karten können immer auf 2-3.000 gehen, wenn die in der Lösung sind. Deswegen nehme ich mir die ganzen Silber- und Bronze-Spieler immer gerne einmal mit in den Verein und hau die dann weg, wenn die natürlich dann gebraucht werden. Schauen natürlich, wie es bei Paris aussieht. Hier sollte es ein paar billigere Spieler geben, weil es auch die Bronze-Spieler sind selbst schon teurer. Natürlich so ein Herrera könnt ihr versuchen für 6,50 zu erbieten. Macht die gar nichts falsch, wenn ihr den natürlich für den Preis bekommt. Gucken wir mal, Paris-Spieler. Okay, und es gibt nur den Bronze-Spieler für 700, was ich schon sehr, sehr teuer finde für diese Bronze-Karte. Man muss natürlich sagen, hier gibt es die Ligen-SBC, wodurch die Spieler generell ein bisschen teurer sind. Aber ich würde das nicht einkaufen. Wenn, dann würde ich seltene gucken, dass ich seltene für 6,50 bekomme
Mehr würde ich hier nicht bezahlen, Freunde, für diese Partie. Obwohl ich sage sogar, das hier ist so die Partie für mich an dritter Stelle ungefähr. Wir kommen jetzt nämlich zum nächsten Duell. So, Freunde, Real Madrid gegen Atletico Madrid. Auch ein sehr, sehr gutes Duell. Und wir sehen hier, ja, hier gibt es für 700 auch ordentlich was. Ihr könnt natürlich das Zeug hier, was ihr unter 500 bekommt, eh schon immer mitnehmen. Ja, den hier für 400, den nehmen wir uns mit, weil ist eine gute Karte. Den können wir zur Not locker für 700, 800 verkaufen. Okay, für 250 nehmen wir auch mit. Sowas nehme ich immer mit, wenn ich sehe, okay, das bekommt man. Man muss sagen, ich bin eh unzugewiesen. Also ich habe hier sehr, sehr viele Informs gekauft, wie ihr gleich sehen werdet. Ich werde diese Spieler eh nicht sehen. Deswegen, ja, ich habe mir sehr, sehr viele Neuhaus gekauft, die ich sehr, sehr günstig fand. Habe ich euch auch gestern im Stream empfohlen, habe ich im Discord empfohlen und natürlich auch in den letzten Videos, den Neuhaus zu kaufen. Habe ich mir mitgenommen für 11k, steht jetzt schon bei 12k, also werde ich bei 13, 14 ungefähr verkaufen. Ist auf jeden Fall eine gute Karte. Machen wir natürlich weiter, schauen natürlich, was man hier erbieten kann von Atletico Madrid. Ich glaube hier, der Frisalco ist sehr, sehr interessant. Ja, Frisalco finde ich sehr, sehr interessant. Den Diego Costa, bei Stürmer gibt es in jeder Formation. Den kann man sich auf jeden Fall gönnen. Lemar, wenn ihr wirklich bekommt für 650 oder 700, könnt ihr auch gar nichts verkehrt machen, weil bei Lemar muss man sagen, ist das Gute. Natürlich, er ist Franzose und er ist natürlich für 648 Coins abstoßbar. Genauso wie der gute Torreira. Also in die Karten ist natürlich sinnvoller, wenn ihr sagt, okay, kam jetzt nicht, kann sein, dass ihr 31er Move macht und das Duell nicht springt. Ihr geht einfach Kandidatenliste, ihr habt 100, sagen wir, gekauft, habt keinen Bock, die für 57 zu verkaufen. L2, R2, ihr stoßt die pro Karte 2 Coins ab dann. Theoretisch, wenn ihr 1000 davon gekauft habt, und 1000 abstoßt, macht ihr nur 2000 Coins minus. Und das habt ihr mit einem UV-Deal wieder drin. Also das ist null Risiko. Das kann man auf jeden Fall machen, Freunde. Schauen natürlich, was Real Madrid so an Spielermaterial hat für uns. Schauen natürlich auch hier, was es gibt für 700. Okay, 700 gibt es nichts mehr. Nur diesen Silberspieler. Auch der könnte wieder natürlich sehr, sehr teuer werden. Danke ihr, dass ihr mich rauswerft. So, Freunde, die Real Madrid-Spieler sind ungefähr bei 800, muss man sagen. Ich gehe davon aus auch, dass ihr die am Donnerstag so für 650 oder 700 erbieten könnt. Also da solltet ihr auch eigentlich nichts verkehrt machen. Vielleicht rutscht da jetzt schon ein paar durch für 650. Natürlich so ein Rodrigo oder so für 600 erbieten könnt oder hier den Blauen für 700 oder so. Macht ihr auch nichts verkehrt, könnt ihr natürlich direkt schon versuchen. Aber ich denke, Donnerstag lohnt sich hier am meisten natürlich, die mitzunehmen. Ich muss sagen, jetzt, ja, der Silberspieler von vorhin ist weg. Wie gesagt, wenn ihr den Silberspieler bekommt, nehmt den auf jeden Fall mit. Einmal, also die ganzen Silberspieler. Okay, was geht's für 700? Nehmen wir mit. Könnt ihr immer mitnehmen. Für 700 ist der Abstoßpreis. Könnt ihr gar nichts verkehrt machen, Freunde. Kann ich euch nur empfehlen, mitzunehmen. Gehen jetzt noch zu zwei Top-Partien, die jetzt aus kleineren Ligen sind. Die habe ich mir noch vorbereitet, weil wir müssen ja noch eine vierte Partie und fünfte Partie so gesehen haben, die ich natürlich vorbereitet habe, wieder auf meinem schlauen Zettel, Freunde. Ihr kennt das, wie gesagt. Haben wir hier zwei Partien vorbereitet. Einmal aus der türkischen Liga, dann gehen wir auch direkt hin. Schauen wir uns natürlich an, was würde ich hier kaufen. Es spielt der erste gegen den vierten dort, Alanyaspor gegen Beşiktaş. Das sind sehr, sehr gute Mannschaften in der Türkei. Deswegen kann man sagen, okay, man nimmt hier Silberspieler für 200 mit. Okay, haben die jetzt nicht. Kann natürlich gucken, was die so am Start haben. Ich weiß nicht, ob die jetzt Goldspieler haben. Beşiktaş auf jeden Fall, aber ob die jetzt hier Goldspieler haben, weiß ich gar nicht. Gucken wir mal einfach, haben die Goldspieler? Die haben sogar Goldspieler. Okay, dann guckt ihr, dass ihr den für 3,50 erbietet. Macht ihr auch gar nichts verkehrt. Was wollt ihr verkehrt machen? Das kommt nicht. Der ist schon 500 wert. Das ist wahrscheinlich der einzige Goldene. Deswegen wahrscheinlich eher ein paar Beşiktaş-Spieler holen, weil hier werden die nicht verlangen, gib ein oder von den anderen ab. Also hier werden die wahrscheinlich entweder oder. Von denen, das werden die schon machen, weil man muss sagen, sonst wäre das zu krass, wenn die das verlangen würden. Hier der Lenz zum Beispiel ist auch eine gute Karte, wenn ihr für 3,50 oder so bekommen könnt. Der wäre natürlich sehr, sehr gut. Nkunku, wenn ihr für 600 erbieten könnt, auch null Risiko. Ihr könnt ihn sofort wieder für die Münzen abstoßen. Ihr könnt für 600 einkaufen, für 600 abstoßen, wenn es nicht kommt. Was ich aber hier einkaufen würde, weil das die letzten Male immer in der türkischen Liga gefordert war, wo die türkische Liga als Top-Partie kam. Man muss sagen, die kam jetzt 3-4 Mal hintereinander nicht, obwohl gute Vereine gegeneinander gespielt haben. Ich würde einfach türkische Silberspieler für 200 ungefähr einkaufen. Okay, die sind schon teurer. Wie teuer sind die denn? 300 muss man für die bezahlen. Das würde ich halt nicht bezahlen, sage ich euch, wie es ist. Außer vielleicht für seltene, dass ihr euch schon ein paar seltene mitnehmt.
Aber ja, ist schon fast zu viel, sage ich euch, wie es ist. Guckt ihr, dass ihr ein paar Seltene für 300 mitnehmt. Aber sonst würde ich hier nicht so viel mitnehmen. Ja, ich weiß nicht, wie hoch das ist, dass das. Können ja mal, falls ein paar Experten hier aus der türkischen Liga am Start sind, können ja mal reinschreiben, wie hoch ihr die Wahrscheinlichkeit schätzt, dass dieses Duell kommt. Aber wie gesagt, hier nehmen wir noch ein paar mit. Einfach ein paar Seltene für 300. Da machst du nichts verkehrt. Könnt natürlich auch jede Karte nachgucken. Okay, hier den Deutschen nehmen wir mal noch mit. Der ist gut für 300. Können natürlich hier immer jede Karte nachgucken. Innenverteidiger muss ich gar nicht nachgucken. Innenverteidiger können wir sofort mitnehmen für 300. Guckt, dass ihr die, ihr habt das gesehen. Wahrscheinlich kann man die sogar für 150 erbieten. Wahrscheinlich sind die aber jetzt okay. Ich kriege sogar ein paar in den Vereinen immerhin. Das ist schon mal gut. Hier könnt ihr wahrscheinlich sogar die für 150 bis 250 erbieten, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Also, dass ihr auf die Non wärst. 150 bis so 200 bietet und auf die seltenen immer 200. Die könnt ihr dann easy mitnehmen. Wie gesagt, Freunde, irgendwann wird natürlich auch türkische Liga-SBC kommen. Ich werde die bis dahin eh im Verein halten. Ihr könnt natürlich sagen, okay, kam nicht, ihr verkauft wieder für 50 Coins pro Karte teurer. Könnt ihr natürlich auch machen. Und wie gesagt, letztes Mal, als das kam, die Silberspieler für in der türkischen Liga einfach auf 2K. Dass sie es natürlich wieder so bringen, ist fraglich. Aber wie gesagt, nehmt ein paar mit. Was wollt ihr falsch machen, Freunde? Ihr riskiert hier vielleicht, ja, ihr riskiert hier nicht mal Münzen. Ihr könnt hier gar kein Minus machen, wenn ihr die so für Abschlusspreise mitnehmt, wie ich das hier mache. Was wollt ihr verkehrt machen? Also ihr seht, hier bieten noch nicht so viele mit. Wahrscheinlich nach meinem Video werden hier ein paar mitbieten, gehe ich von aus. Aber wie gesagt, dann nehmt euch die mit, macht ihr null verkehrt, Freunde. Nehmt ihr die mit. Und wenn ihr theoretisch einen doppelt habt, könnt ihr natürlich auch UV wieder direkt draufstellen. Habt ihr auch kein Risiko, Freunde. Ja, Freunde, gehen wir noch zum letzten Duell. Und das ist RB Salzburg gegen Linz. Das ist Erster gegen Zweiter. Hier würde ich auch gucken, dass ich Silberspieler kaufe für 200. Linz hat keinen Silberspieler für 200. Okay, was hat Salzburg am Start? Auch nichts. Was hat denn Salzburg generell am Start für günstigen Preise? Gucken wir mal, was die am Start haben. Okay, 500 muss man für die bezahlen. Würde ich versuchen, auch für 250 zu erbieten. Könnte vielleicht sein, dass das kommt, weil Österreich haben die, glaube ich, dieses Jahr noch gar nicht gebracht. Und Erster gegen Zweiter ist natürlich eine gute Partie, ne? Ihr könnt natürlich auch hier, würde ich empfehlen, Silberspieler für 200 mitnehmen. Nehmt auch, hier gibt es nicht mal viel. Ihr seht das, die sind sofort weg für 200. Schauen wir mal, 250. Okay, die sind wirklich auch schon. Anscheinend sind die ganzen Silberspieler generell schon teuer aktuell. Wir sehen 300 für Silberspieler aus Österreich. Dann kosten die wegen irgendeiner SBC so viel. Würde ich auch die versuchen, hier zu empfehlen, Freunde, für 150 zu erbieten. Nehmt euch die mit in den Verein. Ihr seid, wir werden jetzt mal hier eine Seite bieten. Nehmen wir die mit für 150. Macht ihr nichts verkehrt. Was wollt ihr verkehrt machen? Wie gesagt, das kommt nicht. Ihr verkauft die für 250 wieder. Habt ihr zwar nur 80 Coins pro Karte Gewinn, aber ja, ihr seid die Karten wieder sofort los. Also wie gesagt, einfach durchspielen und fertig ist das Ding. Habt ihr nur ein Risiko, könnt ihr easy investieren, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem Video. Wenn ja, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis dann, meine Freunde.